Was ist das für eine Sprache? Was habe ich denn da ausgewählt hier? Ich hoffe mal Japanisch. Weil am Anfang wird gefragt, Japanisch oder Deutsch? Ich habe Japanisch ausgewählt. Englisch oder Japanisch? Aber der redet jetzt gerade nicht. Ah doch, Japanisch. Okay, nice. Das habe ich eigentlich schon alles gemacht. Irgendwie habe ich nicht gespeichert, wie es aussieht. Ich habe einfach Handy ausgemacht, scheinbar. So. Das kam in Deutschland heute raus? Echt? Mach Sachen, Digga. So, danke für die Info, dass das heute rausgekommen ist, das Spiel. Ich glaube, ich werde es jetzt gleich runterladen. Ne? So, ich krieg hier meinen krassen Porifon. Rotom. Alter, das ist Porygon in Pokédex-Variante. Porifon, Alter. Porygon, Alter. Porifon. Beste. Ich brauche einen Porifon, Freunde. Das sieht mega geil aus. So. Kurosai Ishigo da. Sase Krit, come on. Ne, das war Französisch am Ende. Ich weiß gar nicht, was das Ziel von dem Game ist. Ich habe nur gesehen, dass man da auf jeden Fall battlen kann. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das wird so ähnlich sein wie so mit den anderen Handy-Games. Dass man diverse Charaktere irgendwie leveln kann oder so ein Kram. Und die wiederum besser werden oder so. Das Einzige, was ich jetzt nicht geil finde im Spiel ist, dass man so eine Art Batterie hat, wo man gezwungen ist, nur bis dahin zu spielen und dann muss man warten irgendwie, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, mein Porifon, Alter, was ist los? So, hast du von der Arena-Leiterin aus Kanto gehört? Die ist Kacke. So, Kacke Meerjungfrau genannt wird, das bin ich, Misty. Okay, ich dachte Kacke, Alter. Yoroshiko. Shashiburi Deskan. So, das sind die Standard-Arena-Leiter aus Kanto, Freunde. Man kennt sie halt. Rocco und Misty. Wasser und Gestein. So, bin mal gespannt. So, eine Begegnung in der Stadt. Okay. Okay, so weit habe ich noch nicht gespielt. Nur so, by the way. So, okay, das ist das Menü. Das ist das krasse Menü, Freunde. Wo bin ich überhaupt? Achso, ich bin hier der jetzt gerade so guckt. Okay, unten rechts haben wir das Porifon. So, im Porifon selber ist halt ein Navigationssystem, wo man alles sehen kann. Und da ist schon mal meine ID, Freunde. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr diese ID schon mal adden. Könnt ihr die erkennen? Die ist ziemlich klein, ne? Aber man kann sie erkennen. So, ja, Freunde habe ich leider nicht. Ist das meine ID jetzt hier? Das ist nochmal meine ID in groß, oder? Ist das meine ID in groß? 0191. 0191, ja. Das ist meine ID in groß. Also die könnt ihr mal adden, wenn ihr Bock habt, falls man da irgendwie was machen kann. Deswegen. Daisuke, das war jetzt keine Frage, Digga. Einfach abwarten, Tee trinken, hol dir mal so eine Kanne Tee. Ne? Am besten Grüntee ist gut für die Verdauung und so ein Kram. Genieß den Stream, spiel nebenbei das Spiel und ich spiele auch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? So, raus hier erstmal. Beutel, schauen wir mal uns an. Natürlich nichts drin, ist ja ganz klar. Was ist das? Das sind drei Sterne. Sonstiges. Drei Sterne, sonstiges. Drei Sterne heißt für mich eigentlich Shiny, Guys. Drei Sterne Symbol heißt für mich Shiny. Maybe kommt da Shinies raus, Freunde. Maybe Shiny Hunting Stream. Maybe, maybe. So, Einstellungen, Hintergrundgedöns, Trainerstimmen und so ein Kram, alles drum und dran. Was man hier einstellen kann, erstmal uninteressant. So, sonstiges. Über das Spiel häufige gestellte Fragen. So, Google Play. Naja, erstmal nicht. Oh nein, Alter, jetzt wird's hängen. Jetzt wird's hängen, Alter. Warte mal. Jetzt wird's hängen. Ich habe das gerade eben schon mal gemacht. Nein, zurück. So, jetzt wieder am Start. Übelst Abfuck. Ganz am Anfang, wenn der Hauptbildschirm da ist, ist unten rechts so ein Button fürs Google Play. Ich gehe da rein und alles hängt. Ich weiß nicht warum, vielleicht nur bei mir. So, okay, bla bla bla. Alles uninteressant. Gut, was haben wir denn hier so Schönes? Können wir uns bewegen? Wie bewegen wir uns? Anklicken. Durchs Anklicken, glaube ich. Ne? Wir sind hier stationiert und durchs Anklicken können wir Leute bewegen. So, Abenteuer. So, die Hauptgeschichte. Ich habe schon gehört, es gibt da die Main Story und dann später gibt es Missionen bzw. Event-Missionen, Freunde. Mm-mm.
Beruhig dich, Daisuke, beruhig dich einfach mal. Ne? Alles easy. Schau doch mir das Spiel doch jetzt an. Ich brauche weder eine Erklärung fürs Spiel, weil sonst würde ich es nicht spielen, Digga. Weißt du, was ich meine? Kann ich es sein lassen. So, gemeinsam spielen. Also, wenn ich Freunde habe, ne? Allein spielen. Hauptgeschichte. So, neues Kapitel. Kapitel 1. Wie weit seid ihr mit den Kapitels? Das war die erste Frage an die Community, Guys. So, Kapitel 1. Neue Bösewichte und so ein Kram, das haben wir schon gesehen, weil es schon einen Trailer gab zu diesem Video. Das haben wir uns auf jeden Fall reingezogen. So. Ich brauche diesen Ständer, Alter. So runter zu gucken ist ein bisschen scheiße. Aber egal, passt schon. Los geht's. So. Das ist hier die zentrale City, die größte Stadt der künstlichen Insel. Passio. Passio. Okay. Bin mal gespannt auf das Battle-System. Das sah für mich bei den Trailers oder halt bei den Bildern echt sehr neu aus. Zum Beispiel die rechts, die Lady, die kenne ich gar nicht, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Also ich kenne sie schon, ne, aber ich habe sie nie in einer Story verwickelt bekommen, also gesehen. So. Dann lass uns kämpfen. Habe ich überhaupt ein Team schon? Es wäre geil, wenn ich antreten kann. Das war die Mission, die anzulabern. Auch nicht schlecht. Digga. Das war die krasseste Mission, die ich je gesehen habe. Ach so, rechts, rechts sieht man, was man bekommt, oder was? So, los geht's. Digga, ich brauche echt den Ständer, Mann, Alter. So runter zu gucken, fuckt mich jetzt schon ab. So, los geht's. Chotto matte, kurosai. So, dann lass uns kämpfen. Okay. First Kampf. Interessant. So, 3 gegen 3. Basiert halt immer 3 gegen 3, wie es aussieht. Also den, laut den Trailers, was ich gesehen habe, war es immer 3 gegen 3. So, mit den Kämpfen von Passion treten 3 Trainer gegen 3 gegnerische Trainer an. Steuer im Kampf deine 3 Gefährten. Okay, dann machen wir. So, wir haben 1, 2, 3. Also ich hab das Recht auf alle 3 Pokis, obwohl die mir selber nicht gehören, wie es aussieht, oder? So, und... Ne, warte mal kurz. Ne, ich hab selber nur Pikachu, oder was? Warte mal kurz. Okay, greife mit Pikachu Donnerschock an, okay? So. Okay. So, jetzt darf ich die Box wählen und habe das Recht auf das Onix. Okay. Und geht auch auf das Lichtel drauf. Das arme Lichtel, alle. Digga, das ist... So, warte mal. So, Zubat geht auf mein Wasserviech. Digga, wie oft greift das an? Okay. Warum greift das so oft an? So. Blubberstrahl. Digga. So, Taubsi ist down. Das Zubat verwirrt mich ein bisschen gerade, weil das so oft angreift. Bin ich gar nicht gewohnt. Ist nicht rundenbasierend oder so? Weil ich denke jetzt so rundenbasierend, denke ich an Pokémon gerade, ne? Und das konnte er jetzt irgendwie 4-5 Mal angreifen. So, gewonnen. Easy going. Aber gut, ich brauche mehr Kämpfer, Alter, um reinzukommen erstmal. Sieht strange aus. So, ich hole mir gleich mal mein Stativ. Kampflol, grüß Kampflol. Was geht ab? So, wie geht's? Wie steht's?
So. Machen wir das? Das ist Live-Gedöns, ne? Live-Kämpfe halt. Sprich, ganze Zeit am Start sein. Also interaktiv. Und nicht rundenbasierend. Ne? Ist mir jetzt aufgefallen. Weil ich dachte erstmal so, okay, ich chill mal mein Live, solange er dran ist. So. Ist aber auf jeden Fall ein neues System halt. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Weil ich hätte jetzt gewartet hier eigentlich, bis ich dran komme. So. Ja, das ist, denke ich mal, klar. Ja, mach doch. So. Okay, dann gehe ich mal auf den guten. Digga, das ist mega Chaos, Alter. Geh mal auf Kleinstein drauf. So. Kleinstein wurde besiegt. Ja, alle wurden besiegt. Ich brauche aber jetzt mal... Die Viecher müssen aufgepäppelt werden. Die sind ja richtig RIP. Digga, muss man erstmal reinkommen halt, ne? Das ist... Rumbasierend wäre es vielleicht besser, ja? Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil... Das kann ich dann erst sagen, wenn ich das Spiel so ein bisschen gesuchtet habe. Weil es hat vielleicht einen Sinn, den wir jetzt noch nicht raffen, ne? So. Das kann ich noch nicht beurteilen. Deswegen erstmal abchecken. So, nächste Mission. Nächste Woche am 3. September fängt ein Event an zu diesem Game. Da bin ich mal auch mal gespannt. Was ich mich jetzt frage, wie sieht's aus mit meinen Pokis? Bin ich jetzt gezwungen, einen scheiß Pikachu zu haben? Oder kann ich meine Pokis irgendwie später wechseln? Weil ich bin jetzt nicht der Pikachu-Fan, ehrlich gesagt. Komm, verpisst euch, Mann, Alter. So. Also Charaktergestaltung sieht auf jeden Fall gut aus. So ein Game würde ich auch feiern auf der Switch, ehrlich gesagt. Onegai shimasu! Was sind die Diamanten, Alter? Die müssen wir gleich mal abchecken. Da kann man bestimmt etwas abholen, oder? So, ich gehe mal zurück erstmal. Kann ich zurück? Digga, ich bin gezwungen, da hinzugehen. Was für eine Scheiße, Alter. Ich konnte jetzt nicht zurückgehen. So. Paar neue Chars. Das heißt, jeder Char hat ein festes Pokémon oder was? Digga. Ich versteh's nicht, weil es gibt 800 Pokis, aber es gibt doch keine 800 Chars, oder? Oder gibt's manche Chars, die haben andere Pokis? So. Wenn du Attacken einsetzt, geht der Countdown für Gefährtenattacken runter. Ja, ich kapier gar nichts, aber okay. So. Kann ich nicht auswählen, wen ich angreifen möchte? Digga, ich raff grad nix ab, Alter. Ohne Scheiß. Ich tipp einfach. So. Meine AP sieht eigentlich soweit gut aus. So. Ey, ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung, Alter. Wieso kann ich nicht auswählen, wo ich angreife? Ach so, doch, jetzt hier. Gehen wir jetzt da drauf? Was ist das? Was geht hier ab? Z-Attacke? Ja, nee, ist klar. Okay, moin. Wie geht's? Oh, das hat aber viel abgezogen. Ich bin wahrscheinlich 20 Mal One-Hit gewesen. So, Blubberstrahl kriege ich nicht, weil das eine Cooldown-Zeit hat. So, jetzt kann ich hier was machen. Mach ich den Scheiß hier. Let's go. Jetzt kann ich auch Z-Stein aktivieren. Z-Stein wird aktiviert, Freunde!
Donner des Aufbruchs, des Donners des Tors. Torhammer, zerschmettert dich. Nice, easy win, easy sieg. So, Psycho Shock in your face. Ich geh Donner auf Pflanze, Alter. Best life. Aber irgendwie, ach jetzt. Jetzt hat er den anerkannt, oder? Jetzt gehe ich rechts. Okay, jetzt gehe ich rechts. So, jetzt muss man da down sein, nice. So, tschüss, Flugpoki. So, was haben wir denn da so Schönes? Machen wir hier mal. Ja, man muss das auswählen da, ne? So, uns bis eine Arschkarte. So, was kann ich jetzt hier machen? Ich konnte gerade Trank auf Pikachu setzen. Und das kann ich nicht. Volle Kanne. Alter, der Blubberstrahl, der dauert 5 Jahre, Mann, bis er wieder recovered wird. Pflanzengefährtenstrahl ist da. Ja, der ist tot. Das ist sehr effektiv. Holy shit! Okay. Onyx, guter Kampf, Digga. So, Blubberstrahl. Ja. So, jetzt nochmal Donnerschock, dann müsste es ausreichen. So, nice. Okay, der war ein bisschen anstrengender. So, Mega-Evo, ja. Das ist so eine, ich würde sagen, Z-Attacken, oder? Sieht für mich wie Z-Attacken aus. Ich kann es nicht downloaden. Warum? Wo hängt's? Schlechtes Handy, oder was? So, Level 6, die können leveln. Okay, interessant. Das heißt, die Werte von den Trainern gehen hoch. Sprich, das Poki. Ein Trainer, ein Poki. Ich muss nur herausfinden, ob alle Pokis da sind. Aber es geht in dieses System, was man für Spiele jetzt zurzeit so kennt. Ne? Hier Treasure Boxen, One Piece Gedöns oder das Dragon Ball Game. Das sind ja auch Charaktere. Einzelne Charaktere, die was machen können halt. Ne? So, und hier ist es wahrscheinlich so, dass andere Charaktere es gibt, die halt Pokis haben. Ne? Und dann wahrscheinlich gibt es Charaktere dieselben mit anderen Pokis. Gehe ich jetzt einfach davon aus, die man dann dementsprechend leveln kann. Ist so ein ähnliches System, was man halt auf im Handy-Games-Bereich schon mal hat.